Sollte das jetzt wieder nicht klappen, dann schneide ich es einfach raus. Das ist am einfachsten, glaube ich. Wie kann man verdammt, das wollte ich eigentlich gar nicht. Wie kann man da mal fokussieren? Gar nicht, oder was? Okay, wir werden hier gleich auf jeden Fall nachher diese lustige Zombie, beziehungsweise, diese, Nein! 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 Oh, du blöder Sack, warum kickst du die immer da? Beziehungsweise nicht Sack, aber... Warum kickst du die immer in die Richtung, ey? Muss man unbedingt was sehen. Och, Mann, so. Nee, war das das, was ich sehen wollte? Nee, war es gar nicht. Doch, war es wohl. Ich Idiot. Wartet mal, Zombie-Jäger-Kombos. Nein. Das wollte ich sehen. Fokus, Zielerfassung, LB. Komisch, es klappt. Also hier klappt es auf keinen Fall dann. Das kann man auf jeden Fall so sagen. Ich muss darüber. Ich muss darüber. Und ich muss. Nein! Gott. Asozial! Boah, sind die schnell! Oh, ich schaff das jetzt schon wieder nicht, ne? Ich weiß es jetzt schon. Lass mich in Ruhe. Okay, sobald man die einmal angeschlagen hat, werden die ein bisschen langsamer, glaube ich. Zur Hölle. So, das reicht mir jetzt. Schnauze voll von dem Scheiß. Ja, 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 übertreibt's mal. Hm, wie will man das bitte schaffen, wenn man nicht diese Sternpower hat? Komm her. Verdammt. Gott, ist vorbei. Cool gemachter Ladescreen. Magna Genocide, baby. Hey, I recognize that guy. He went to school with us. He's the one planning to open the gate between here and Rotten World. I have to stop him. Oh, man. There's nothing more hysterical to me than watching this world burn. This world, this government, this society made my life a hell. Well, now everyone is gonna know a life of hell. Forever. Why did you do this to my school? What? You didn't have time to clean out your locker, Juliet? Hey! Leave her alone! Wait till I get my hands on you, dude! Malicious lords, I invoke your dark forces in declaring myself God of this realm. As the pawn is present, may your ritual commence, and may the dark purveyors appear! Now! Bingham, Tellys, Wash, Lingori, Yellum, Tobal, Elimora, Forum, Tokum, Cab, Bingham, Kelly, Swash. No! That's why!
You. You're the one who called us here. Yeah, that's right. I'm your new master. And I demand you initiate the pawn into the ritual and rot every living thing in the school along the way. I did it. All right, guys. Time for you to rot this entire school and everyone in it. I think I did this kid. I'm gonna fucking head case. How could you do this to Sensei Morikawa? That's the slums of zombie hunting. Order, Master! Come on! What are you laughing at, dickhead? Let the ritual commence! Let's play! Piss off! Ich fand gut, dass am Anfang stand freakiger Goss irgendwas. Ich hab's gerade vergessen. Aber auf jeden Fall ist es extrem witziges. So was wie freakiger Goss-Spinner oder so. Die Ladescreens sind echt nett gemacht. Also da die täuschen auch über die lange Ladezeit hinweg. Die sind echt witzig. Ja, da ist der erste Zombie Rock Lord. Telefon. What happened here? I'm gonna rock your brains out. Oh Gott. No one told me we're gonna have to deal with giant. That song Teenager, have you heard that? It's not important now, Nick. We have to kill this guy. What do you think about this for a catchphrase? I'm going to kill you. You can do better. Ach ja. Die ist mir sehr sympathisch, die Juliet. Ja, ja. Leck mich doch. Mich kriegst du nicht. Die! Shit! Look out! Kein Problem. Kein Problem. Wenn das für mich ein Problem ist. I'll restring my guitar with your intestines. Saiten, okay. His voice is mega irritating. How do you like the spotlight, Slag? Kein Problem, ihr hässlichen Typen. Ich bin süß und hab eine Kettensäge. Ihr seid hässlich und habt eine Scheißfresse und Mundgeruch. Und jetzt her. Eieiei, okay. Okay, aber wir haben trotzdem... Ah, sehr gut, wir haben trotzdem noch hier unsere lustige Sternenpower wieder aufgefüllt. Also können wir beim Zombie Rocklord dann nachher trotzdem... Was geht mit dir? Können wir trotzdem anwenden, auf jeden Fall. Hallo? Ich will... Danke. Nein, nicht den, oder? Hab ich noch? Ne, ich hab 5 von 5. Aber wir kommen da nachher eh nicht mehr hin. Wow! Okay, passt auf. Ich nehm den auf jeden Fall mal, auch wenn das jetzt nicht viel war, aber den will ich haben. Alter, jetzt sehe ich nichts. Scheiß Kamera und man kann ihn nicht drehen. Hey, das funktioniert gar nicht schon so. Ei! Ey, wie viel Leben haben die bitte, die blöden hässlichen Viecher? Das sind doch nur normale Zombies.
Hör auf, uns mit Buchstaben zu werfen. Ich will keine Buchstaben sehen. Ich will nämlich mit vollem Leben da ankommen. Wenn möglich, sagen wir es so. Welcome to the big show! Boah, das X war so schnell, dass ich gar nichts machen konnte. Komm ich hier durch? Ach so. Okay. Nein, hör doch mal auf. Danke. Time to get up. You zombie hunting slut! Oh Gott, ihr hässlichen Wichsviecher. Teile, egal, whatever. Ihr seid einfach nur doof. Ich mag euch nicht. Okidok. Und weiter geht's. Ich muss eigentlich sagen, in den meisten Spielen, früher war das ja echt extrem, dass sich so ein bisschen die Quicktime-Events extrem gehäuft haben. Die meisten waren eigentlich verschwunden, aber hier ist wieder ein bisschen extrem. Also wieder sehr, sehr viele Quicktime-Events. Sehr cool, wie sie das so weggeschoben hat. Mal schauen. Lol, die sehen aus. Das. Oh Gott! Oh Gott! Weg da! Oh Gott! Das Spiel zu kommentieren und dabei einen Bosskampf zu machen, ist krank. Ist ja total behindert. Oh, ist ja. Ich wollte sagen, der Typ da oben rechts, das Artwork sieht aus wie von Beavis und Butthead. Verdammt. Ja, Leute, also das muss man ganz ehrlich gestehen, für... Oh Gott! Für jetzt hier sowas zu kommentieren und gleichzeitig zu spielen, ist sehr, sehr schwierig. Weil das Spiel so, ja, doch recht schnell ist. Oh Gott! So, kein Problem. Das war's jetzt. Nein, das war's noch nicht. Oh Gott. Stirb. That was hot. Did you see that? You think that hurts me? I just jizzed a little. Boah, ihr seid doch mal so krank. Wie geht das? Eieiei. Wie geht das? Okay, achso. Ich verstehe. Mach ich. Ich bin schon dabei. Oh, gut, dass uns der Nick so gute Tipps gibt. Verdammt, das funktioniert ja nicht. Ich
muss erst noch die anderen kaputt machen, glaube ich. Alle. Boah, das Bild ist so extrem dunkel. Ich sehe fast nichts. Ich muss nur irgendwo rumsen. Hm. Ich muss nicht. Alter, respawn die oder was? Oh, fick dich. Lass mich in Ruhe. Hä? Ich muss, glaube ich, immer nur den kaputt machen, wo der gerade drauf ist. Okay, ich verstehe. Ah, das verstehe ich natürlich nicht. Verdammt. Macht natürlich auch Sinn. Aber da zumindest haben wir ein Achievement freigeschaltet. Oh Gott, wie oft wir das wohl machen müssen. Also. Oh, boah, du blöder Sack. Ah, oh, Gott. Monster-Lautsprecher. Das, was da auf uns schießt, ist extrem witzig, ja. Join me on stage for a death. Okay. Boah, die. Boah, Gott. Oh Gott. Alter, was geht mit dir, ey? Komm mal klar. War es das jetzt endlich? Oh ja, war es. Stirb, stirb! Ja, ja, okay. Der überlebt schon trotzdem. Oh Gott. Alter, wie viel oft denn jetzt noch? Ganz ehrlich. Okay, was machst du jetzt in der dritten Phase? Einfach nur mehr auf den Sack gehen. Oh ja, ja, ist klar. Bist du behindert oder so? Boah, ich hätte mir echt ein besseres Spiel zum Let's Playen aussuchen sollen. Also, ich meine, was mich weniger stresst. Verdammt, das bringt so nichts. Ich muss eigentlich nur die ganze Zeit. Oh Gott! Oh ja, ja, leck mich doch. Im Endeffekt geht es darum, die ganze Zeit nur B zu drücken, um ausweichen zu können. Also, wow. Oh, da habe ich ihn jetzt fokussiert, okay. Ich spring mal ein bisschen weiter. Ich mache mal ein bisschen Bugs Bunny-Style. Seht ihr das? Wenn man das so macht, dann geht das. Einfach die ganze Zeit nur. Also bei dem Boss zumindest. Einfach die ganze Zeit ein bisschen rumjumpen und dann einmal so an den Rand und dann geht das eigentlich. Hoffentlich erledigen wir den beim nächsten Mal. Take this whore, ja, ich bin keine Hure, fick dich doch, du bist jetzt nämlich tot. Hoffentlich war es das jetzt, ey. Noch ein drittes Mal wäre jetzt echt. Noch ein viertes Mal, meine ich, wäre jetzt echt unnötig. Ja, das war's. Heieiei.
Harriet! You did it! Mr. Murakawa! Sensei! You managed to purify one of the dark purveyors. Yes. Look at this. Zed was only the weakest of the dark purveyors. But the other four are here, rotting the school. By now, they've probably transformed all your fellow students into undead. The school is probably filled with zombies. Sensei! Mr. Murakawa. Juliet and Nick, I have faith you can stop them. All humans must die, as I must now too. Sensei, no! Don't leave! Oh, I have this for you, Juliet. Happy birthday, Juliet. You were always my favorite pupil. That's a sweet ride. So sieht das also aus, wenn man stirbt. Da kommt so ein cooler Aufzug auf den Boden und das war's. Passt schon. Bronze. Okay, Leute, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen und wir sehen uns in einem meiner nächsten Let's Plays wieder. Also bis dann.